Moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, euer Horst Schlemmer. Nein, Spaß. Der Bollemann ist wieder da, nicht nur der Bollemann, neben mir auch the one and only, die Eichelprinzessin, aka Eichelhörnchen, aka Eichel... Julian, man kennt ihn. Ja, Nacht war mehr schlecht als recht. Hotel war scheiße, er war im Zimmer neben mir. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber der Junge, er hat damit nie aufgehört. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Wände hellhörig. Junge, die Wetter. Ich glaube, er hat Spaß gehabt. Na gut, 20 Jahre, nee, 19 ist er. Soll er machen. So, ich würde sagen, wir müssen gleichzeitig los, denn mir ist aufgefallen, Leute, wenn ihr mal oben auf die Zeit guckt, ich wusste nicht, dass die Zeit so rast. Wenn jemand weiß, ob man das einstellen kann, dass die Zeit mal so läuft wie im Singleplayer, das wäre schon geil, weil das ist scheiße. Deswegen müssen wir auch starten. So, wollen wir mal gucken. Zeit zu gehen. Was der Hafensänger neben mir, ob der schon wach ist. Ey, du alte Granate, bist wach oder wart? Ja, ich bin wach. Ja, wenn die Hände wieder am Lenkrad hast, dann kannst du losfahren. Junge, Bengel, du. Ja, wir haben leere Fässer. Wir haben nur 28 Stunden Zeit. Das wird stramm. Wir müssen morgen da sein. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh. Der Herr macht Abfahrtskontrolle. Achte mal im Spiegel. Macht er Abfahrtskontrolle. Haben wir schon nichts hinter uns. Denn der frühe Vogel, mein Freund, gewöhn dich mal dran. Der, ne, macht das mit dem Wurm. So, kann losgehen, wa? Ja, den Führmann. Oh, wa. Hebel auf den Tisch, würde ich sagen, ne? Kasper gefrühstückt oder was? Erschreck mich nicht immer so, du Misthaufen! Der ist aber auch laut, die Hupe, du meine Fresse! Oh, Alter, wo ballert er denn? Ja, Julian, du wirst wahrscheinlich jetzt irgendwelche Probleme mit deinem Fahrwerk haben, so wie das gerade geballert hat hier, du. Krawattenkalle! Biege nach rechts ab. Hatte ich vor. So. Ja, Leute. Geradeaus. Ja, das sehe ich auch. Das wird echt Knabikowski alles. Mit den Zeiten. Ich bin gespannt, da hinten fährt Tante Juliane. Sieht schon geil aus, ne? Gas geben. Gucken wir, wie wir eingeholt kriegen und Mess on. Da hinten ist er. Easy. Demnächst links abbiegen. 13 Stunden. Oha. Biege nach links ab. Na, das habe ich gesehen, Freund Blase. Das habe ich gesehen, du alten Misshaufen, du. Ja,
gar nichts hast du gesehen. Weiter geht's. Junge, das wird teuer. So eine Scheiße will ich nicht nochmal sehen. Wir werden uns nachher noch mal kurz unterhalten, glaube ich. So ein frechen Schnodder. Das kann aber nicht wahr sein. Das funktioniert nicht, mein Freund. Unfassbar. Zum Scheißen zu blöd. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Wie kann man beim Linksabbiegen einem anderen reinfahren? Also sowas hast du, das kannst du doch keinem erzählen. Beim Linksabbiegen. Und der kommt von vor, der steht ja weit weg. Chef, ich habe alles schon gemacht. Ich bin Profifahrer. Ich kann alles. Ja, am Arsch können sie alles. Mit dem Maul sind sie immer groß, ja. Junge, 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 du. Kannst du doch wieder keinem erzählen. Wahnsinn, Wahnsinn. Na gut. Mal sehen, was die Fahrt noch so mit sich bringt. Regen wir uns nicht auf. Schauen wir mal. Ja, Grüße gehen übrigens raus an den Kollegen, der mir gesagt hat, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, den Namen, die immer über dem LKW zu sehen sind, kann man ja ausschalten. Das wusste ich nicht. Vielen Dank dafür für die Info. Habe ich jetzt ausgeschaltet. Sehr geil. Jetzt sieht man das bei ihm nicht mehr. Das ist schon mal gut. Schön, schön. So. Pause. Haben wir jetzt gar nichts angedacht, ne? In deiner Mutter, du Lumpen, du Misthaufen. Ich bin immer noch sauer. Wie kann man links abbiegen, auf eine Autobahn rauffahren und dem reinballern? Das erklär mir mal. Ja, nee, das stimmt. Ja, Pause würde ich sagen. Warte mal, ich gucke gleich mal auf die große Karte. Was haben wir denn jetzt? Bremen. Guck mal hier, Bremen. Da fühlt er sich wohl, wa? Denn Tante Juliane kommt aus Bremerhaven. Das ist sein Ghetto. Überholst du eine... Hä, das ist jetzt erst. Wie schnell fährst du denn? Aktuell 85. Okay. Dann werden wir auch gleich mal 85 einloggen. Schön, 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 schön. Ich überlege, also Leute, ich muss ja, eigentlich muss ich ja Oslo aufgeben, ne? Aber ich überlege, da der freche Schnodder so frech ist noch, den da in die Kälte zu schicken, dass der da mal vielleicht ein bisschen was, weißt du? Irgendwie sowas habe ich mir gedacht. Stell mal ein Tempomat auf 89. Hast du eilig? 89, okay. Einfach machen und Maul halten dabei. Einfach machen. Wahnsinn. Ich habe doch gedacht, gesagt, ich will Oslo aufgeben. Ich glaube, das lasse ich mit Oslo aufgeben.
Dich schicke ich da oben in die Kälte, da kannst du fahren. Sag mal! Wie fährst du heute, sag mal? Sag mal, was macht der hier eigentlich? Julian? Da ist kein Auto weit und breit. Meine Aufnahme gucken, da war ein BMW vor mir. Ein blauer BMW. Ja, jetzt ist es ein rot-weiß-schwarzer Scania neben dir, also vorsichtig. Alter, Alter! Alter! Was macht die KI hier eigentlich? Ist die komplett durcheinander? Ich, also gleich... Lass mich mal vorfahren, bitte. Jo. Junge. Aber nicht vergessen, rechts abbiegen. Junge, Junge, Junge. Holla, die Waldfee. Ist denn da nicht... Also das gucke ich mir nachher, aber... Er hat eine Dashcam. Das gucke ich mir nachher erstmal an, was da los war. Du bist 8 Kilometer hinter mir, Alter, und deine Hupe ballert mir in den Nacken, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, 8 Kilometer waren dann, glaube ich, nicht vielleicht auf ein paar Tausend Meter, aber die Kühle sieht schick aus. Und, ja, war doch ein bisschen näher. Junge, Klugscheißer, ne? Kann keinen Schwanz leiden, ich sag's dir. Wahnsinn. Wie kann man bloß so... Nee. Wo bist du denn nun? Was haben wir da bloß für einen Fang gemacht, du? Das ist schon wieder 12. Alter, das kannst du doch keinem erzählen. 1 ist es gleich. Boah, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich mach mal ein bisschen langsamer, ne? Und der
musst du mal auf die Zeit achten, wie schnell die von dannen fliegt. Alter, das ist doch nicht normal, oder was? Das ist doch im Singleplayer nicht so. Allerdings. Schleswig-Holstein. Home sweet home. Schön, 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 schön. Ja. So, Leute, das wird, so wie es aussieht, auch unsere letzte Fahrt heute. Danach werden sie unsere Wege trennen, auch wenn wir noch nicht da sind. Denn ich habe schon wieder ein neues Projekt am Start. Oh. Ja, es ist so. Es ist, wie es ist. Obwohl, vielleicht fahre ich die Tour noch zu Ende mit Cat Weasel. Alter, wo ist der denn? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ja, das ist mir schon klar. Nur ich sehe den ja nicht mal auf der Karte. Ich bin ja auch dein Schatten. Ja, genau, okay, alles klar. Nein, das auch nicht, ich bin hinter dir. Dann ist er gaut. Ja, die ganzen YouTube-Kollegen hauen auch raus, fleißig. Also mit Videos gucken, das ist bei mir im Moment nicht mehr so. Dafür ist das einfach zu viel und es wird immer mehr. Jetzt kommt der nächste, der X-Domi, der zieht jetzt auch mit. Also, oha, ja, hören tue ich. Alter, hören tue ich dich schon mal. Ich höre das. Oha. Ja, die KI nervt wieder ab hier. Komisch, dass du nur Probleme mit der KI hast. Das ist sehr merkwürdig. Wallabila, ich schwöre bei Gott, die KI nervt heute richtig. Guck bei mir im Video nach. Später. Was heißt denn Wallabila? Ja, und hast selber gemerkt, ne? Meine Migräne taucht, glaube ich, gerade wieder auf. Ja, du musst mal einen Hebel nach vorne ziehen, mal drücken. Jetzt aber mal Feuer frei und dann rück ran und dann gehst du wieder runter. Der läuft so schnell wie runter, das Ding. Ja, obwohl, du hast dich wahrscheinlich drosseln lassen. Da müsste ich nochmal in Brüssel nachfragen, aber ich gehe davon aus. Nö, du hast ja mit Sprache, hast ja gleich gesagt, nö, maximal 90, lieber wäre mit 89. Wahrscheinlich, ne? Er muss aber auch das letzte Wort haben, du Bengel, du Schnoddriger. So, hier hat man ja auch mal ein schönes Päuschen machen können, ne? Bitte links halten. Ja. Alter Schwede. Wann sind wir losgefahren? Um 8, ne? Ja,
maximal bis 17 Uhr können wir fahren. Maximal. Dann ist Schluss. Das wird schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh. Alter, was macht denn die Junge, was hat er denn jetzt für einen Auftrag hier? Das frage ich mir bei mir schon die ganze Zeit. Hä? Okay, ich nehme alles zurück. Alter Verwalter, was für ein Scheiß. Kannst du doch wieder keinem erzählen. Was ist denn überhaupt noch gesamt? 7 Stunden? Nee. Nee, 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 nee. Wir werden so weit fahren, Julian, bis bei Restzeit noch 4 Stunden steht. Was hältst du davon? Wieder so. So, was wir schon lange nicht mehr hatten, fällt mir gerade ein. Moment. Hier, die allerechten. Bitte links halten. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass Julian sich verfährt. Nee, doch nicht. Da kommt er schon angeflogen. Sie passt sogar, Alter. Junge, sie spielen gerade unser Lied. Leo, passt optimal gerade. Setz dich mal vor mich. Aber diesmal bitte ohne Pauken und Trompeten, nicht, dass ich mich wieder einscheiße. Das sieht schon geil aus, Alter, im Spiegel. Der so langsam angefangen kommt. Oh, warte
mal, ich glaube, ich muss gleich einmal rüber. Warte, warte, warte. So, gib Gas. Na, fertig. Ob du aus Bayern kommst oder in Hamburg wohnst, das ist doch sowas von egal. Das ist schon geil. Solange du denkst, du bist ja, schon geil. Honky-Tonk und stehst im Bierlokal mit ein paar Cowboy-Blues, einem Fernseh-Blues und einem kleinen Knacks. Das ist schon geil, Alter. Den Lock auf 90 ein, ne? Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Was meinst du? Raststätte raus. Wir fahren nach Aalborg, würde ich sagen. Oder irgendwo ist so eine da links ist so eine Tankstelle irgendwo, oder was? Nee, fahr geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Thank you.
er konnte keinen Auftrag finden. Junge, dann ist er auch wieder Oslo, Alter. Ist doch für den Arsch. Alter, was eiert er da vorne? Links, rechts, links, rechts. So, nachher kommt eine Tankstelle, fahren wir raus. Was war das jetzt? Du musst noch ein bisschen lauter reden, bitte. Der hatte Vollbremsung gemacht. Wir müssen da runter, ne? Hier ist ja eh gleich die Fähre. Sag ich doch, hier ist die Fähre. Ja, dann machen wir da auch Pause. So, perfekt. Na Quatsch, da ballern wir doch rüber, oder nicht? Dann sind wir doch da, oder nicht? Er sagt mir noch 153 Kilometer. So, dann ziehen wir eins durch. Perfekt. Alles andere wäre doch Schwachsinn hier, oder was? Ja, na klar. Ja, na sicher ziehen wir durch. Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt. Na, Juliane. Geil aus, Alter. Und drück da nicht gleich, fahr erstmal da rauf, ne? So, da ist das. Autobahn und vor mir keine Spur. Jo, da kann man nicht. Ich seh die blauen Schilder kaum. Na, alles klar. So, Leute, bis gleich. So, Leute.
Das hat wunderbar geklappt. Perfekt, würde ich sagen. So ist San Julian jetzt. Immer geradeaus. Der Bengel pennt auch noch hundertprozentig. Also besser geht hier auch nicht, ne? Ziemlich eng, ne? Guten Morgen! Ja gut, Norddeutschland sind wir nun nicht mehr, na, aber egal. Schön hier, schön. 3 Kilometer. Huch, die Bullerei. Biege nach links ab. Gleich schläft er ein. Gleich schläft er ein! Sind aber auch. Ah Mensch, wir müssen noch zu Binport. Scheiße. Biege nach links ab. Ah. Alter, wo geht's jetzt denn lang hier? Ja, viel schlimmer. Was haben wir vergessen? Kann sich dran erinnern? Hallo. Nee, Binford. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Dann mal schauen. Biege nach rechts ab. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Das ist geil. Was macht er da? Was macht er da? Ey, ey, ey! Was? Das glaub ich jetzt nicht. Endet es.
Scheibenputzer Kalle. Willst du mich verarschen? Willst du mich jetzt verarschen? Oh, ich glaub das nicht. Das kannst du doch auch keinem erzählen hier gerade. Ich bin schon wieder eine Brasse jetzt. Da denkst du, du hast dieselbe verschissene Abladestelle. Oh. So was Blödes. So, Leute. Kannst du doch wieder nicht, Alter. Meine, was für eine Abladestelle, das ist ja wohl nicht normal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bollemann.